Mario Draghi wird in dieser Woche wieder einmal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Am Donnerstag wird der EZB-Präsident auf der monatlichen Pressekonferenz die Strategie der Notenbank erklären. Experten sind gespannt, ob er die Zinssenkungsfantasie weiter aufrechterhält. Im Mai hatte Draghi den Leitzins um 0,5% gesenkt und weitere Schritte nicht ausgeschlossen. Seitdem wird an den Märkten heiß diskutiert. Die Industriestaatenorganisation OECD plädiert für weitere Lockerungsmaßnahmen. EZB-Direktor Jörg Asmussen wiederum warnt vor den Folgen einer zu lange Niedrigzinspolitik. Viel wird dabei sicher von der konjunkturellen Lage in Europa abhängen. Am Mittwoch werden die Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht. Gut möglich, dass die Daten die Einschätzung der EZB beeinflussen. In den USA hat sich die Notenbank eng an den Arbeitsmarkt gekoppelt. Am Freitag stehen die Zahlen für den Mai an. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote bei 7,5%. Die Fed will 6,5% erreichen. Experten glauben, je stärker sich der Arbeitsmarkt erholt, desto schneller wird die Notenbank ihre lockere Geldpolitik eindämmen. Hinweise könnte schon der Mittwoch bringen. Dann legt die Fed das sogenannte Bischbuch, ihren monatlichen Wirtschaftsbericht, vor. Von Unternehmensseite wiederum steht wenig an. Zu Wochenbeginn sind die Autobauer im Fokus. In den USA werden die Absatzzahlen für den Monat Mai veröffentlicht. Die ganz große Aufmerksamkeit dürften aber eher die Notenbanken auf sich ziehen.